Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Weitere Entspannung in den Katastrophengebieten Schleswig-Holsteins, schwere Energiekrise in der DDR. Während die Menschen im nördlichsten Bundesland allmählich wieder aufatmen können, leidet die Bevölkerung in der DDR wegen andauernder heftiger Schneefälle und klirrender Kälte unter offensichtlich dramatischen Versorgungsproblemen. Vielerorts wird weiterhin Strom abgeschaltet und die Gaszufuhr gesperrt. Das Parteiorgan Neues Deutschland zitierte heute den stellvertretenden DDR-Minister für Kohle und Energie, Ziergiebel, mit den Worten, er habe derart schwierige Produktionsbedingungen in seiner 30-jährigen Tätigkeit noch nicht erlebt. Panzer, schweres Gerät und 10.000 Mann der Nationalen Volksarmee schuften seit Tagen in den vereisten Gruben, um den Braunkohletagebau der DDR wieder in Schwung zu bringen. Gefrorene Kohle und gebrochene Förderanlagen hatten die Produktion auf etwa die Hälfte der üblichen Tagesförderung zurückgeworfen. Offizielle Berichte bezeichnen die Lage in den Kohlegruben als anhaltend kompliziert. Das dürfte eine Untertreibung sein angesichts der Tatsache, dass die DDR 83% der gesamten Energieversorgung und 85% der Stromerzeugung aus der heimischen Braunkohle gewinnt. So schlägt der Produktionsausfall in den Tagebauen unmittelbar auf die Kraft- und Gaswerke zurück. Deshalb gab es Flächenabschaltungen in der Stromversorgung, bleibt Stadtgas rationiert. Dennoch reicht die erzeugte Energie nicht aus, um die Industrieproduktion auf volle Touren zu bringen. So müssen in den Stahl- und Walzwerken weiterhin ganze Aggregate still liegen. Um die in Waggons festgefrorene Kohle ausladen zu können, haben die Kraftwerke jetzt Strahltriebwerke von Flugzeugen eingesetzt. Schwerpunkt der gegenwärtigen Anstrengungen ist die Förderung von Rohbraunkohle für E-Werke und Stadtgasproduktion. Das geht zulasten der Brikettproduktion für den Hausbrand. Die kompliziert genannte, wohl eher katastrophale Lage in der Energieversorgung trifft die DDR zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. In der Braunkohleproduktion hat sie die Ausfälle durch Unwetter und Regen des Spätsommers noch nicht wettmachen können. Erst im November hatte das Sekretariat des ZK deshalb Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der Kohleproduktion beschlossen. Die jetzt aufgerissene Energielücke wirft die DDR im gerade erst verkündeten volkswirtschaftlichen Jahresplan 79 um ein kaum aufzuholendes Stück zurück. Auf der Insel Rügen kämpfen sich 20.000 Helfer aus den Betrieben und Armeeeinheiten durch meterhohe Schneeverwehungen. Zahlreiche Inseldörfer sind abgeschnitten. Es gibt weder Telefon noch Strom. Auch die 1.300 Bewohner der Insel Hiddensee können nur aus der Luft versorgt werden. Sowjetische Einheiten stellten Brot aus ihren Armeebäckereien zur Verfügung. Mit neuen Schneefällen muss der Norden der Bundesrepublik heute Nacht nicht rechnen, wohl aber das westliche und südliche Niedersachsen. Erhebliche Verkehrsbehinderungen werden auch aus mehreren südlichen Bundesländern gemeldet. In dem vom Verkehrschaos bisher am schwersten betroffenen Schleswig-Holstein wurden heute die letzten im Schnee stecken gebliebenen Autos im Kreis Schleswig-Flensburg geborgen. Hier, wie auch in zwei weiteren Landkreisen, blieb das Fahrverbot für Privatwagen aber weiter bestehen. Die Deutsche Bundesbahn gab die Strecke von Hamburg nach dem dänischen Grenzübergang Padborg wieder frei. Dagegen war die Vogelfluglinie über Puttgarden nach Kopenhagen noch unpassierbar. Immer noch sind Ortschaften und Höfe in Schleswig-Holstein abgeschnitten und werden aus der Luft versorgt. Strom gibt es jetzt, doch bricht das Netz wegen Überlastung immer wieder kurzfristig zusammen. Eisenbahnstrecke Flensburg-Kiel bei Maasbüll. Die meterhohen Schneewehen waren selbst dieser Lok nicht gewachsen. Sie wurde aus den Schienen gedrückt. Die Fräsen kommen immer langsamer voran, da der Dauerfrost die Schneeberge zunehmend verhärtet. Der deutsch-dänische Grenzübergang Ellon soll voraussichtlich am Abend freigegeben werden. Die ersten Lkw fahren hinter Räumfahrzeugen und Polizeiwagen zur Grenze. Auch in Richtung Süden stellte die Polizei Konvois zusammen. Tausende von deutschen Urlaubern in Dänemark warten noch auf eine reibungslose Heimfahrt. Die Autobahn soll morgen einspurig frei sein. Die Zufahrtsstraßen sind jedoch noch verschneit. Die Ostseeküste bei Kiel. Wie groß die Schäden an Deichen und Steilküsten sind, wird erst nach der Schneeschmelze zu sehen sein. Bei Schicksee ist die Steilküste 3 bis 6 Meter unterhöhlt, der Wanderweg gesperrt. Die Fluten rissen Dampferstationen und Molen weg. Heftige Kritik an der Stadtreinigung gab es in West-Berlin. Die Taxifahrerinnung machte in der Presse darauf aufmerksam, dass lediglich in den überwiegend von Wohlhabenden bewohnten Vierteln selbst kleinste Nebenstraßen vorbildlich vom Schnee befreit worden seien. Katastrophal seien die Zustände hingegen in den Arbeiter- und Ausländervierteln gewesen. Die CDU will den Vorgang vor das Abgeordnetenhaus bringen.
Auf dem Mittellandkanal ist die Eisdecke bei anhaltendem Frost jetzt 15 cm dick. Seit gestern Nachmittag ist der Interzonenschiffsverkehr zwischen Hannover-Anderten und der Grenzkontrollstelle Rügen gesperrt. Hier in Rügen liegen 8 Binnenschiffe fest. Verkehrsbehinderungen auch auf der Fernverkehrsstraße in Nordrhein-Westfalen. Auf der Sauerlandlinie der Autobahn Dortmund-Frankfurt bildete sich nach der Schneeräumung immer wieder eine dünne Eisschicht. Dadurch gab es eine Reihe von Auffahrunfällen. Mehrere Lastzüge kamen in Schleudern und landeten, wie hier bei Lüdenscheid, in den Leitplanken. Inzwischen begannen Politiker in Bund und Ländern damit, die Erfahrungen aus dem Schneechaos der letzten Tage zu sammeln. Ein Ausschuss aus Staatssekretären in Bonn soll die Ergebnisse zusammenstellen, um sie bei einem künftigen Notfall zu nutzen. Die Bundesregierung appellierte heute an jeden Bürger, künftig Mindestvorräte an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen anzulegen. Die polare Kältewelle mit scharfem Frost, starkem Schneefall und orkanartigen Stürmen hat jetzt auch die Mittelmeerländer Italien und Griechenland erreicht. In Sizilien gab es den heftigsten Schneefall seit 50 Jahren. In Rom sank das Thermometer auf minus 7 Grad, den niedrigsten Wert seit 15 Jahren. Schnee fiel auch auf dem gesamten griechischen Festland. Die Tarifparteien der Stahlindustrie von Nordrhein-Westfalen, Osnabrück und Bremen nehmen in diesen Minuten ihre Verhandlungen über ein Ende des Arbeitskampfes wieder auf. Die Gespräche waren am Nachmittag offenbar in eine kritische Phase getreten und zweimal unterbrochen worden. Der politische Vermittler, der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Fachtmann, sprach von einem krisenhaften Stadium, in dem sich die Gespräche befinden. Diskussionsgrundlage ist ein Vermittlungsvorschlag, den der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Fachtmann am Sonnabend den Tarifparteien unterbreitet hatte. Vor dem ersten Gespräch erklärte Arbeitgebervertreter Weißweiler heute Morgen in Düsseldorf, er sei kompromissbereit. Fachtmann schlägt unter anderem vor, den Nachtschichtlern 3 bis 3,5 und allen Arbeitnehmern über 50 Jahre 2 zusätzliche Freischichten zu geben. Gerade diese Vorschläge sind bei den Gewerkschaftsmitgliedern umstritten. Der G-Metall-Delegationschef Herb bezeichnete die Freischichtenlösung als dünnes Eis, das noch nicht tragfähig sei. Trotz der Vermittlungsgespräche wurde der Arbeitskampf heute wie geplant ausgeweitet. Wie hier bei den Krupp-Hüttenwerken in Bochum zogen auch vor 2 Betrieben in Bremen und Krefeld Streikposten auf. Insgesamt traten heute 20.000 Beschäftigte zusätzlich in den Ausstand. Damit sind im Tarifgebiet von Nordrhein-Westfalen, Osnabrück und Bremen etwa 100.000 Stahlkocher von Streik und Aussperrung betroffen. Der Arbeitskampf dauert schon 37 Tage. Die Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten der niedersächsischen Salzgitter AG sind gescheitert. Auch in diesem Bereich der Stahlindustrie hat die IG Metall den Einstieg in die 35-Stunden-Woche und 5% mehr Lohn verlangt. Bevor die Gewerkschaft das Scheitern der Gespräche erklärte, hatte sie in 3 Verhandlungsrunden versucht, ihre Forderungen durchzusetzen. Der neue iranische Ministerpräsident Bachtiar hat heute vom Parlament in Teheran die Zustimmung zur Bildung einer zivilen Regierung erhalten. Der gemäßigte Oppositionspolitiker gab am Nachmittag seine erste Pressekonferenz. Dabei kündigte er an, der Iran werde in Zukunft nicht mehr für den Westen die Rolle des Polizisten am Persischen Golf spielen. Israel und Südafrika würden wahrscheinlich kein Erdöl mehr aus dem Iran bekommen. Außerdem wolle er ein Gesetz einbringen, wonach so wörtlich die Folterknechte der Geheimpolizei abgeurteilt werden könnten und alle Generale bestraft würden, die ihre Machtbefugnisse überschritten hätten. Das Kriegsrecht werde schrittweise aufgehoben. Nachdrücklich versicherte Bakhtiar, Shahrezad Pahlavi werde unwiderruflich Urlaub im Ausland machen. Der kaiserliche Hof hatte heute zum wiederholten Mal bestritten, dass der Schah Reiseabsichten hege. Auf dem Flughafen von Teheran drängen sich Tausende von Menschen, um einen Platz in den Maschinen zu bekommen, die ins Ausland fliegen. Die staatliche Fluggesellschaft Iran Air hat ihren Betrieb eingestellt, viele Besatzungen entlassen und, wie unser Korrespondent Peter Metzger in der Tagesschau vom 1. Januar gemeldet hatte, den Bankrott erklärt. Hierzu teilt uns die Iran Air mit, dass sie weder Konkurs angemeldet habe, noch dies zu tun beabsichtige. Zusammenstöße zwischen Polizei und Schah-Gegnern in Los Angeles. Iranische Studenten versuchten, in eine Villa einzudringen, die einer Schwester des Schah gehört und in der zu dieser Zeit seine Mutter wohnte. 35 Personen wurden verletzt, 6 festgenommen. 200 Polizisten gingen mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstranten vor, die versucht hatten, das Haus in Brand zu setzen. Die Mutter des Monarchen, die kürzlich Teheran verlassen hatte, hält sich jetzt an einem unbekannten Ort in den USA auf. Der Militärgouverneur der spanischen Hauptstadt Madrid, General Ortín Gil, ist heute Nachmittag auf offener Straße von Untergrundkämpfern erschossen worden.
Heute Nachmittag um 3 wurde der Divisionsgeneral Constantino Ortinchil von 4 jungen Männern vor seiner Haustür erwartet. 2 von ihnen feuerten aus einer geparkten Seat-Limousine. Der General wurde von 4 Kugeln getroffen und starb, bevor er in die Klinik eingeliefert werden konnte. Die 4 Attentäter entkamen. Innenminister Martin Villa und Verteidigungsminister Gutiérrez Mellado trafen sich unmittelbar nach dem Attentat, um über die Situation zu beraten. Die Polizeitruppen sind in höchster Alarmbereitschaft. Der ermordete Divisionsgeneral war Militärgouverneur von Madrid, einer der höchsten Offiziere der spanischen Armee. 71 Menschen fielen in Spanien 1978 Terroranschlägen zum Opfer. Zu 56 tödlichen Anschlägen hat sich die baskische Terrororganisation ETA Militar bekannt. 2 Tote gab es in den letzten Dezembertagen. Gestern wurden im Baskenland ein Polizist und ein Major der Armee ermordet. In Madrid wird nach den letzten Anschlägen befürchtet, dass die Terroristen möglicherweise eine regelrechte Offensive planen, um nach dem Inkrafttreten der demokratischen Verfassung antidemokratische Militärs zu einem Staatsstreich zu provozieren. Der Oberkommandierende der NATO-Streitkräfte in Europa, der amerikanische General Alexander Haig, hat heute seinen Rücktritt für Mitte dieses Jahres angekündigt. Haig hatte vor 4,5 Jahren seinen Posten angetreten. Von seiner Pressekonferenz im belgischen Casto ein Bericht von Josef Dreckmann. Ich habe heute, so sagte Haig, Präsident Carter, NATO-Generalsekretär Luns und die Partner der Allianz unterrichtet, dass ich mein Amt als Oberbefehlshaber zum 30. Juni niederlege. Gründe für seinen überraschenden Rücktritt: immerhin gibt mit Haig zum ersten Mal ein NATO-Oberbefehlshaber sein Amt vorzeitig auf, nannte der amerikanische General nicht. Aber seine Ausführungen gaben doch Hinweise. Nie zuvor, so machte Haig klar, hätten Sowjetunion und Warschauer Pakt ihre militärische Stärke so forciert wie im vergangenen Jahr. Und er gab ein Beispiel. Verglichen mit der westlichen Allianz produziere der Warschauer Pakt zurzeit 3-mal so viel Panzer, 3-mal so viel gepanzerte Fahrzeuge und 4-mal so viel Artillerie. Offensichtlich hat Haig den Eindruck, dass diese Bedrohung von den Politikern der NATO und vor allem der USA nicht realistisch genug beurteilt wird, dass seine, Haigs, militärische Stimme nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dass er eine politische Karriere, etwa die eines Präsidentschaftskandidaten für die Republikaner, anstrebe, wollte Haig nicht bestätigen. Aber, so sagte er, bis zum Juni habe ich ja Zeit, darüber nachzudenken. 4 Überlebende des gestern in der Karibik gesunkenen amerikanischen Tankers Master Michael sind heute gerettet worden. Ein italienisches Schiff nahm die Schiffbrüchigen an Bord. Die Überlebenden berichteten, die Besatzung, etwa 30 Seeleute, sei nach einer Explosion im Heck über Bord gesprungen. Im Bremer Dom war heute die Trauerfeier für die 28 Menschen, die mit dem Frachter München untergegangen sind. Das etwa 37.000 Tonnen große Schiff war Mitte Dezember nördlich der Azoren in einen Orkan geraten. Seitdem sind Schiff und Besatzung verschwunden. Eine groß angelegte Rettungsaktion blieb erfolglos. Neben den Hinterbliebenen waren Politiker und viele hundert Bürger gekommen. Ein ehemaliger Offizier der München zählte die Namen der Ertrunkenen auf. Den Trauergottesdienst hielt der Hamburger Theologe Thielicke. In den schrecklichen Tagen des Hoffens und Bangens, bis uns die Endgültigkeit der Katastrophe gewiss wurde, haben wir alle eine Erfahrung gemacht, die weit über den Umkreis dieses einen Ereignisses hinausging, wie nämlich der Stolz auf die allmächtige Technik zu Schanden wurde und wie auch der Fortschrittsglaube an die Machbarkeit aller Dinge hier jäh seine Grenze gesetzt bekam. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 4. Januar. Das Satellitenbild zeigt über Mitteleuropa aufgelockerte Bewölkung. Dagegen über der Biskaya und Südwesteuropa eine dichte Wolkendecke. Das dazugehörige Tief verlagert sich zur Bretagne. Sein Störungsausläufer greift im Laufe des Tages auf das westliche und südwestliche Bundesgebiet über. Die Vorhersage bis morgen. Zunächst teils heiter, teils wolkig und nur vereinzelt Schneeschauer. Im Tagesverlauf in West- und Südwestdeutschland Bewölkungszunahme und nachfolgend zum Teil länger anhaltender Schneefall. Am Oberrhein später zum Teil mit Regen vermischt. Im Westen und Südwesten Glättegefahr durch Schnee und Eis.
Tiefstwerte zwischen minus 10 und minus 15 Grad. Örtlich bei Aufklaren noch kälter. Höchsttemperaturen morgen zwischen minus 3 und minus 8 Grad. Im Südwesten nahe 0 Grad. Auffrischender, in Böen zum Teil starker, auf Südost drehender Wind.